Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. In der letzten Folge ist so einiges passiert. Der Bischof hat sich als ein Ordensmitglied entpuppt. Der Bischof Herefried, glaube ich, hieß er. Und ich bin jetzt angehalten worden, mit dem neuen Aldermann zu sprechen. Was ich jetzt auch direkt machen werde, vorausgesetzt, dass mein Reittier denn auch kommt. Hallo, süße Wölfin. Ach, wo springst du denn ins Wasser rein? Wieso springst du denn nicht bei mir ins Wasser rein? Hallo. Ja, komm. Ist es denn so schwer, noch einen halben Meter nach vorne zu gehen? Jetzt kann ich hier mit Y wieder nicht bestätigen. Leute, es ist nur Chaos in diesem Spiel irgendwie. Naja, aber so geil wie das Spiel ist, tut das dem natürlich keinen Abbruch. So. Ich hätte natürlich auch, aber ich weiß nicht, ob ich. Naja, gut, mit dem ganzen Gedöns mit der Wölfe, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich wahrscheinlich dann schneller gewesen. Aber egal. So, mit dir möchte ich Nie sprechen. habe ich solch ein Blutbad gesehen. Dieser verrückte Bischof scheint vom Teufel besessen. Wie steht es? Wir wissen, dass Herefried sich südlich von hier aufhält, in der Feste von Annekester. Eine Fürth wartet nur darauf, von mir in die Schlacht geführt zu werden. Kommst du mit uns? Ich hatte schon länger keine gute Belagerung. Ich folge dir. Dann auf ins Lager und weiter nach Annekester. Immer mir nach. Okay. Herefried war ein Freund meines Vaters, dem ich immer vertraut habe. Ich verstehe nicht, was in ihn gefahren ist. Ehe seine Leute angriffen, sprach er vom Orden der Ältesten. Ich weiß genau, was in ihn gefahren ist. Da ist gerade ein Esel kaputt gegangen. Das erzähle ich ein andermal. Das wird Wellen der Empörung durch die Gemeinden von Mercia schlagen. Herefried ist eine große neue Schande für die Kirche. Euer Christus war ein interessanter Mann, wenn auch etwas weich. Komisch ist, dass ich kaum einen Christen wie ihn treffe. Heute war ein wichtiger Tag, Eivor. Trotz allen Leidens weiß ich jetzt, dass meines Vaters Geist noch in mir brennt. Und das verdanke ich dir. Wenn man einst den Tag besingt, an dem Linkhölnisch hier gerettet ward, wird dein Name in jeder Zeile erklingen. Nicht so vorschnell, Hunwald. Die letzte Strophe dieses Liedes fehlt noch. Es lockt das Getöse der Schlacht. Ihr Heiden und eure Kampfeslust. Ich teile diese sicher nicht. Ich sorge mich, welches Teufelszeug der Bischof noch bereithält. Ach, dieser Demlack von einem Bischof wird um Gnade flehen, mit Eivor an unserer Seite. Wie hat Acher all dies verkraftet? Sie und Herefried waren sich sehr nah. Die Arme muss sich fühlen, als hätte der Teufel selbst ihr Kloster angegriffen. Ich sprach sie kurz. Sie war sehr niedergeschlagen, aber sie schien sich wieder aufraffen zu können. Hintergangen von einem Mann, der Gottes Stellvertreter sein sollte. Tja, so sind sie, die Kirchenmitglieder, ne? Unser Lager ist gleich hier. Wenn die Fürth bereit ist, schlagen wir sofort zu. Je schneller, desto besser. Wir sind die Männer von Lincoln, nicht hier! Vergesst das nicht! Meine Ahnen kämpften mit den Nimm doch mal. Königen Achso, der ist von voll. Lindeserie. Ihnen zu Ehren kämpfen wir heute. Nein, du sollst mit dem sprechen. Was ist wieder so schwer? Sag mal, geht doch nicht immer zu dem Köcher, sondern nimm es dann Nie an, wenn ich auf solch Y ein drücke. Blutbad gesehen. Dieser verrückte Bischof scheint vom Teufel besessen. Ein dreister Angriff. Am helllichten Tag. Dieser Mann muss von Hass völlig eingenommen sein. Ja. Dem ist auch so. Offensichtlich, meine ich. Unser Kriegsschmied ist da. Die Fürth ist bereit für die Schlacht. Sehr schön. Eivor, können wir mit den wenigen hier versammelten Männern diese Schlacht gewinnen? Wenn sie so stark kämpfen, wie sie stinken, ist der Sieg unser. Dann gibt es keinen Grund zur Sorge. Wir sollten bald angreifen, ehe der Bischof noch mehr Truppen heranschafft. Was denkst du darüber? Ja, beginnen wir den Angriff. Ich bin, Wir greifen jetzt an. Mach die Fürth bereit. Zunächst müssen wir den Außenwall durchbrechen. Dann sind die Soldaten im Innern dran. Kein Thema. Habt ihr einen Rambock? Ich bin jetzt geübt da drin. Manchester. Es ist kalt, nass, schlammig. Das Wetter steht uns bei. Für den Ruhm von Lincoln, der Schier!
Also brich das Tor auf. Mit Rambok kämen wir durch. Ich wollte gerade sagen. Ich sollte mich darum kümmern. Ja, es wäre schön, wenn du dich drum kümmern würdest. Darf ich da mal ran? Dann zeigen wir es. Komm, weiter, 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 weiter. Weiter, 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 Leute. Ihr müsst laufen. Ich drücke schon die ganze Zeit auf Ram. Hätte ich mich vorne hinstellen müssen, oder was? Hallo? Laufen. Was ist das denn für ein komischer Rambock? So viel zu weit weg, oder? Hä? Scheiße! Leute, da bricht doch keiner was durch hier. Macht ihr das mal alleine. Wie funktioniert das heute nicht? Also. Schau mal, ob wir hier mit dem Öl arbeiten können. Komm weiter. Ups, das war nicht gut. Seid ihr durchgebrochen, Leute? Zerstöre die Sperre. Welche Sperre? Moment. Okay, das ist ein bisschen tief. Kann ich mich aber runterlassen. Okay, sehr schön. Geh runter, los. Nicht ins Feuer rein. Die Liebe oder die Leber? Gott wird uns nicht verlassen. Wir müssen dieses Bollwerk überwinden. Wir könnten es aufsprengen. Achso, aufspringen. Beschießen. Okay, aufspringen. Ist hier denn irgendwas zum Aufspringen? Nö. Ich brauchte nur einen Moment Ruhe. Ist hier irgendwo was zum Aufspringen? Ach, da hinten. Okay. Sehr schön. Ist das eigentlich so holprig gerade? Vorsicht, Leute. Nein, was macht die denn? So. Okay. Wo kommen die denn jetzt schon her? Die sind schon drin. Bindeglieder. Bindeglieder der Zugbrücke. Wo sind die? Wo ist die Zugbrücke? Da. Ja, das ist gut. Mach weiter so. So, kann ich von hier unten schießen, oder? Ich wollte gerade sagen, das war jetzt aber nicht er, oder? Ich muss hier irgendwie hoch. Ich komm. Geh doch mal hoch da. Ach, noch mehr Leute. Herausforderung. Das ist keine Herausforderung, das ist nur ein Goliath. Siehst du? Keine Herausforderung. Kümmern uns jetzt endlich mal um die Zugbrücke hier kümmern. Danke. Von der anderen Seite, glaube ich, besser. Bitteschön, alles ist unten. Weiter geht's, Jungs. Götter, Herefried ist wahnsinnig.
Okay, wir müssen den Bischof finden. Du, sag mir, wo der Bischof ist. Es sind schon genug gestorben. Er ist dort in der Kirche. Versteckt sich der elende Feigling. Lasst niemanden diese Kirche ungestraft verlassen. Itaque motorumque Christi fidelium explentes. Zur Hölle! Lang wird es nicht mehr dauern. Christis terram atque. Natürlich müssen wir erst von der anderen Seite versperrt sein. Das heißt jetzt, was? Da war jetzt gerade ein Schlüssel unten. Wie, der Rabe ist nicht verfügbar, hallo? War da nicht eben noch ein Schlüssel vorne, den man holen konnte? Teufel, deine Sünden! Klemmt, ich muss auf die andere Seite. Ja, ist mir alles schon klar. Kann man da nicht so irgendwie rein? Oben sieht das aus, als ob man eventuell da reinklettern kann. Das wäre natürlich genial. Und ist wieder nicht machbar, so wie es aussieht. Ne, das sind nicht die... Boah, wieso kann ich den Raben nicht benutzen, wenn ich hier bin? Leute! Ich würde schon gerne wissen, was ich hier gerade mache. Ja toll, der zeigt mir da dauernd einen Schlüssel an, aber der kann ja nicht unter der... Der kann schon unter der Erde sein, aber... Ist doch scheiße, sowas, echt. Hier ist auch nochmal verschlossen, Leute. Echt jetzt. Wieso fallen unsere Leute immer wieder um, wenn ich uns geschützt habe? Der nicht. Der kann wenigstens kämpfen. Der ist schon tot, okay. Hallo, spinnst du oder was? Knilch. Geht es noch? Ich roll hier an dir vorbei. Trotzdem triffst du mich. Geht doch. So, trotzdem muss ich irgendwie die Tür hier öffnen. Moment. Sie wurde wohl verriegelt. Die ist auch... Das war die von eben, glaube ich. Hm. Sag mal, hallo, ich bin ja gerade am Gucken, du Ass. Geht es noch? Ich hab grad echt keine Zeit für sowas. Hör mal hier. Ach, hier oben steht auch noch einer. Ich bring dich um. Ja, ja, ja. Da haben wir auch kein. Doch, wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Hey! Folgt mir! Ich führe euch! Gib auf, du Missgeburt! Jetzt bezahlst du! Noch einer. Oh. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Hier muss es doch irgendwo einen Geheimgang geben, Leute. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht treffen. Sag mal, was bist du denn für eine Schabracke hier? Lässt du mich mal in Ruhe? Ich bin hier gerade was am Gucken. So, da hinten geht's noch rein. Moment. Weg da. Sonst habe ich wieder zivile Verluste hier. Aua, ich sehe nichts. Aha. Ja, geh doch mal runter, Mädel. Okay, da sehe ich etwas mit dem Schlüssel. Wären die anderen mir nicht die ganze Zeit so auf den Sack gegangen, hätte ich das wahrscheinlich schon viel früher bemerkt. Okay. Anchester, ist jetzt nur die Frage. Konnte ich dich gerade noch plündern? Ja, konnte ich. Perfekt.
Halte ein, mein Lord. Bitte, Adoremus, Adoremus. Du, das Werk Gottes, Junge! Und töte diese Heiden! Du sest in terrem e provisa. In tua eris anima, Domini. Mea, cusit. So, auf jeden Fall bin ich hier drin. Dominus autum et supplementum autum. Die Tui Schoß schieße nicht. Getötet ist er auf jeden Fall. Leute, kann ich mal den Tod hier feststellen? Lasst ihr mich mal für ein paar Sekunden in Ruhe. Ich starb bereits, als ich mich hinter Gewand und Kreuz versteckte. Ich erniedrigte mich, um meinem Orden zu Glanz zu verhelfen. Ich kämpfte mich an die Spitze dieser gewöhnlichen Religion voller gewöhnlicher Leute. Ich hätte wie die Ältesten leben sollen. Das ist der große Fehler der Menschheit, Herefried. Wir wälzen uns in Selbstmitleid, wie die Schweine im Dreck. Du hättest das Leben genießen sollen. Ja, ganz unrecht hat sie nicht. Geile Perspektive. Ja, perfekt. Und die Leute sind auch draußen jetzt. Sind jetzt besiegt und greifen mich nicht mehr an. Das meine ich damit eigentlich. Das auch noch. Haben wir hier noch irgendwas, was wir eventuell mitnehmen können, oder? Weil ich möchte nämlich nicht wieder den gleichen Fehler machen. Und, ach, ich hätte auch mal mit den Pfeilen was machen können, ne? Die habe ich noch gar nicht benutzt. Okay. Ich möchte nämlich nicht wieder den gleichen Fehler machen und das ganze Gold hier nicht einsammeln. Und danach stelle ich dann fest... war ja wieder klar. Und danach stelle ich dann nämlich fest, dass ich da nicht mehr reinkomme, weil da überall die ganzen Leute wieder drin sind. Das wäre etwas blöd. Hier kommt man auch nicht rein, ne? Kommt man denn hier rein? Achso, das war diese verschlossene Tür. Habe ich dafür den Schlüssel? Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Ja, dann würde ich sagen, riskiere ich es mal, dass ich das dann entweder gar nicht hole oder erst später hole. Mal schauen. Also ich gucke hier auf jeden Fall nochmal kurz nach, was wir hier noch finden. Lass dich oben. Nee, da unten. Wie kommt man da rein? Hier drüber? Ja, perfekt. Haben wir zumindest noch ein bisschen was mitgenommen. Okay, die haben sich ja hier schon wieder heimisch gemacht. Das ist natürlich cool. Und da ist noch ein ganzes Stück vorne. Jetzt laufen wir natürlich genau in die falsche Richtung, aber ist nicht ganz so schlimm. Das werden wir dann gleich wieder alles zurücklaufen. So. Leid, ich wollte nochmal kurz hier durch. So. Das ist oben. Frage ist, kommen wir da jetzt so ran? Ah, es ist mal offen. Okay. Es war zwar jetzt nicht so gut, aber man weiß ja nicht, was hier noch passieren kann. So, perfekt. Und wir haben sogar noch einmal Stoff mitbekommen. Das ist doch wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, reiten wir jetzt das Stück wieder zurück. Ja. Ja, komm, dreh dich rum. Genau. Oh, da wäre auch eine Glocke gewesen. Naja gut, ich bin ja irgendwie so durchgerascht.
dass ich das alles gar nicht mehr so richtig mitbekommen habe. Was? Ich trampel dich gleich nieder. Ja, ich trampel dich gleich nieder, beziehungsweise ich lasse meinen Wolf dich gleich niedertrampeln. So, wo ist der Elfgar denn? Da. Hi. Eivor, du hast heute gekämpft wie von einem Dämon besessen. Oh, eigentlich wie immer. Herefried könnte in Mercia noch Verbündete seines geheimen Ordens haben. Aber die unmittelbare Gefahr ist gebannt. Ich danke dir zutiefst, Eivor. Ich verdanke dir eine gute Zukunft und mein Wohlergehen. Tja, ich tat dies für ein Bündnis. Naja. Aber ich denke, dass er auch sehr gut für diese Aufgabe geschaffen wurde, ne? Du wirst ein guter alter Mann. Pass nur auf, dass dir der Schier wichtiger ist als deine eigenen Belange. Ganz sicher. Ohne dieses Land und seine Leute wäre ich nicht der Mann, der ich bin. Schade, dass Hunwald nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten konnte. Aber er wird den Leuten hier Freude bringen. Sei gut zu ihm. Was das angeht, ich denke, dass er eine andere Vorstellung seiner Zukunft hat. Du solltest mit ihm reden. Worüber? Auf bald, Eivor. Die ganze Stärke von Lincoln Shear gehört dir, solltest du sie brauchen. Deine Leute und meine sind nun in einem Bunde. Ich mag die Dänen lieber, wenn ich ehrlich bin. Svanhild ist meine große Liebe und du bist mir eine bessere Freundin als alle hier. Wäre es anmaßend zu fragen, ob... Oh. Naja, könnten wir mit eurem Clan leben? Svanhild und ich? Es würde ihr sehr viel bedeuten. Und mir. Sicher, wir nehmen dich gern auf, stürmischer Schwan. Und deine liebreizende Dänin auch. Kommt, wann immer es euch passt. Schön. Dann werde ich meinen Beitrag leisten und kämpfen, wenn es sein muss. Und ich trinke auch nicht zu viel. Wenn du mit uns kämpfst, Hunwald, kannst du so viel trinken, wie du willst. Danke, Eivor. Das bedeutet mir wirklich viel. Oh, ist das cool. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Ja, ja, ruft der Wind dich zurück nach Randvi oder ist das, weil du die Schmetterlinge bei ihm gespürt hast? Man weiß es nicht. Ja gut, ich glaube, ich kann hier vorne noch was plündern, oder? Bevor ich jetzt hier weggehe. Ja, perfekt. Nehmen wir doch mit, ne? Ist ja immerhin alles Silber. So, dann würde ich sagen, dass ich mal eben schnell wieder nach Hause porte und wir uns dann gleich bei Randvi wiedersehen. So. Habe ich mich jetzt erschreckt. Wir sind bei Randvi angekommen und bringen ihr die frohe Kunde. Lincoln Shear ist uns ein Freund. Wunderbar. Und wer ist dort unser Verbündeter? Elfgar ist nun Aldermann von Lincoln Shear. Ich glaube, er wird unserem Clan ein guter Freund sein. Gut. Ich hoffe, man kann ihm vertrauen. Das hoffe ich auch. Schätzchen, ich habe so viel für unseren Clan getan. Ich möchte einfach mal sehen, was passiert, wenn ich dich ins Bett bitte. Sollen wir das in deiner Kammer besprechen? Nicht nötig. Okay. Vor den Augen aller. Na gut. Ja, jetzt hat sie mich ja auch noch rausgeworfen. So eine Sauerei. Ja, ich würde sagen, dass wir aber
oh, jetzt laufe ich auch noch vor die Wand, dass wir aber das nächste Bündnis dann in der nächsten Folge besprechen und dann dementsprechend eine neue Quest anfangen. Ich glaube, sie hat jetzt Kopfschmerzen bekommen danach. Es war auf jeden Fall wieder mal eine schöne, aufregende Folge und vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.